Hallo Internet und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gedruckt. Ich bin die Anne und jetzt gibt's hier das Warm-up zum neuen Spider-Man-Film, der heute in die Kinos kommt. Mit The Amazing Spider-Man erzählt Sony die Geschichte von Peter Parker von vorne. Anstelle von Tobey Maguire, der ja in der letzten Trilogie den Peter Parker mimte, übernimmt jetzt Andrew Garfield die Rolle. Den kennt der ein oder andere vielleicht noch aus The Social Network. Wir haben den Trailer mal unten verlinkt, dann könnt ihr mal reingucken. Aber der Film wird mehr als ein bloßes Remake des ersten Films der alten Trilogie. Dafür sorgt unter anderem eine Dame, die in der letzten Trilogie mehr so eine traurige Randerscheinung war. Sie hatte eigentlich nur einen Auftritt im letzten Film und der wurde ihrer Rolle eigentlich überhaupt nicht gerecht. Und das ist Gwen Stacy. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber Gwen Stacy ist eigentlich eine zentrale Figur für Peter Parkers Entwicklung und hat eigentlich einen wichtigen Platz innerhalb der Spider-Man-Geschichte verdient. Und deswegen freue ich mich persönlich total, dass sie jetzt wieder mit dabei ist und hoffentlich dann offensichtlich jetzt eine größere Rolle hat. Und ich bin gespannt, wie sie das alles in Szene setzen. Und dann gibt's natürlich auch noch jetzt einen neuen Bösewicht, und zwar den Lizard. Den kannte man aus der alten Trilogie dann jetzt auch noch nicht. Mal gucken, vielleicht funktioniert's ja mit dem auch ganz gut. Natürlich hat sich auch das Team von The Amazing Spider-Man die eine oder andere Freiheit herausgenommen, einfach um den Film einer möglichst breiten Masse zugänglich zu machen. Sie haben zum Beispiel Peter Parker in seine Highschool-Zeit versetzt und der ganze Film kommt ein bisschen düster daher, weil das im Moment wohl einfach in ist. Ich persönlich hoffe, es wird nicht zu düster, weil dann gucke ich lieber The Dark Knight. Das ist dann richtig düster. Aber, naja, worauf ich hinaus will, das Original gibt es eben dann doch in den Comics. Aber auch das ist ein bisschen problematisch, denn Spider-Man wird jetzt 50. Ja, also 1962 haben Stan Lee und Steve Ditko damals mit Spider-Man angefangen. Die alten Hefte bekommt man eigentlich nicht mehr, es sei denn, man hat sehr, sehr viel Geld und Glück, dass man auch noch jemanden findet, der es verkaufen will. Ja? Wie steigt man also in diese Spider-Man-Serie ein? Und da hat sich Panini wieder was sehr Kluges überlegt, weil pünktlich zum Kinostart gibt es dann eine Graphic Novel, die so die Anfangsgeschichte von Peter Parker nochmal erzählt für die, die eben damals nicht dabei waren, als es angefangen hat. Der Band heißt Spider-Man Season 1, erscheint am 17. Juli und ist eben die abgeschlossene Anfangsgeschichte in einem Band. Eigentlich perfekt für alle, die, naja, ins Spider-Man-Universum einsteigen wollen oder aber zum ersten Mal sich an Superheldenstoffe ranwagen, weil ganz persönlich, ich finde, Peter Parker ist immer noch so der beste Einstiegsheld, weil er ist eben die freundliche Spinne von nebenan. Er ist kein reicher Playboy, er ist kein hochdeprimierter, alternder Mann, er ist kein Alien, er ist kein genialer Wissenschaftler, er ist halt ein junger Mann und er hat die Probleme, die junge Männer so haben und er ist halt nicht zu abgehoben oder zu entrückt und ist eigentlich so ein Kumpeltyp für den Leser und wie gesagt, würde ich empfehlen, so als Einstieg in die Superheldenmaterie. Was gibt's noch? Naja, neben dem großen Jubiläum, 50 Jahre Spider-Man, gibt es auch noch bei Panini Deutschland ein Jubiläum zu feiern, und zwar das 100. Spider-Man-Heft. Und genau in dem startet dann auch ein neues Abenteuer von Peter Parker, und zwar Spider Island. Den Prolog dazu gibt's in Heft 99 und genau das verlosen wir hier. Ihr erinnert euch, wir waren in Erlangen auf dem Comic-Salon und haben uns da Variant-Cover besorgt, und zwar auch von Heft 98 und 99, und die sind auf 333 Stück limitiert. Mit freundlicher Unterstützung von Panini verlosen wir hier zwei Sätze, also zweimal Heft 98 und 99. Was müsst ihr dafür machen? Ganz einfach, ihr hinterlasst uns wieder einen Kommentar. Das war's auch schon mit unserem kleinen Special zum Spider-Man-Start. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß im Kino. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Liked uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Wir sehen uns hier demnächst. Ihr werdet jetzt geblockt. Bis bald.